Jetzt spanne ich mal zu meinem Nachbar rüber. Was ihr hier sehen könnt, das ist in ganzer Pracht die katalonische Flagge. Einfach zum Anlass, um mir kurz was von der Seele zu reden, weil ich bereite gerade die nächste Folge vor und da spreche ich über verschiedene Unabhängigkeitsbewegungen, unter anderem auch Katalonien. Ich zähle da hunderttausende Unabhängigkeitsbewegungen auf und da werden sich vielleicht manche fragen, sag mal, wieso war denn der Tibet nicht dabei? Nicht, dass das irgendwie schlecht machen will, dass es dort eine Unabhängigkeitsbewegung gibt, das finde ich super toll. Bloß da werden mir dann einige wieder kommen und sagen, oh ja, Tibet und der Dalai Lama, das ist doch ein ganz toller Mensch. Und das ist dann der Punkt, wo ich mich dann wieder furchtbar aufregen würde, was ich jetzt auch wieder mache. Und mir fragt, sag mal, seid ihr eigentlich noch ganz knusper? Also das sind dann meistens genau die gleichen Leute, die sagen, ja, der Kenneth M., der hat ja eigentlich schon immer ziemlich gute Themen, aber ich weiß nicht, der hat mit dem Jürgen Elsässer geredet und er ist zwar nicht dem seine Meinung, aber er hat mit ihm geredet und er hat ihn zu seiner Show gehabt, hat ihm eine Plattform gegeben, sagen sie auch oft zu mir, oh, du hast dem und dem eine Plattform gegeben, du hast dich mit dem unterhalten. Und der Dalai Lama, der redet nicht nur mit Roland Koch, sondern nennt ihn einer seiner 7 besten Freunde. Und da hört es irgendwie bei mir auf. Für mich ist der Mensch einer der riesengrößten Heuchler, die es auf dieser Welt gibt. Ich meine, wie kann man, wenn ich irgendjemand eine Plattform gebe, der einen Haufen Scheiße rausschwätzt und im Endeffekt mich damit auseinandersetzt und das sogar live im Zwiegespräch mit ihm zusammen kritisiere und hinterfrage, dann ist das schlecht. Aber wenn ich mit einem der größten Arschlöcher dieser Welt, die genau für das stehen, was ich eigentlich anprangere und wo ich mich groß hinstelle und sage, oh, der Kapitalismus ist schlecht und so weiter. Aber man muss doch mal irgendwie die Fakten sehen, dass denn der Dalai Lama in seiner Position und als der ist, dann sagt, das ist doch ein super Kerle. Also, kann mir keinen besseren vorstellen als Roland Koch. Denkt mal drüber nach, schreibt, wenn ihr es vielleicht anders seht, wenn ihr denkt, ich habe da irgendwas nicht richtig berücksichtigt oder falsch verstanden oder das war nur ein Scherz von dem guten alten Mann mit der Brille oder der sieht es gar nicht so. Vielleicht wisst ihr ja was ich nicht weiß. Bis bald, dann geht's richtig los.